Ja, und dann waren wir schon beim Peter. Pete the Beat. Unglaublich, was der mal eigentlich schon. Wie lange bist du im Geschäft, Peter? Auch seit 26 Jahren. Seit 26 Jahren. Man muss sagen, eigentlich Vorreiter im Beatboxen. Du hast mit 5 angefangen? Ja. Wahnsinn. Ist ja süß. Ja. Die Vollpfeffeln wieder da. Der erste Ton kam, als der Schnuller rausfiel. Ne? Boom. Genau. Ja, ja. Und seitdem bist du Vorreiter, kann man das so sagen. Ja. Vorreiter im Beatboxen, das arme Pferd. Na gut. Ja. Und er ist sozusagen, wie kann man das eigentlich nennen? Es gibt diesen Beruf eigentlich gar nicht, Mundakrobat. Da habe ich erst gedacht, was ist das denn? Aber gut. Das bist du allerdings nicht, sondern du bist Beatboxer und du bist Weltrekordhalter. Da muss man natürlich sehr, sehr viel üben. Da habe ich mir überlegt, na toll, da werden sich die Nachbarn aber freuen. Also Weltrekordhalter, unglaublich. Und ich bin übrigens froh, dass wir Peter eingeladen haben. Es gibt ja viele Weltrekordhalter, wie zum Beispiel Weltrekordhalter im Pfahlsitzen. Habt ihr davon schon mal gehört? Ja. Ja? Das wäre doch ein bisschen langweilig geworden. Weltrekordhalter im Pfahlsitzen. Ja. Ja, wir haben so tolle Gäste gehabt. Und Peter, ich frage mich natürlich, wie stärkst du dich? Wie sieht so ein Frühstück bei dir aus? Ist es dann vielleicht eine Maultrommel oder was ist das? Und wie übt man als Beatboxer? Und überhaupt Beatboxer, ist das vielleicht irgendwie am lebenden Objekt? Zum Beispiel wie Michael Jackson wegkicken, ne? Beat it, aua. Oder als Mausklammer fängt man da erst an mit Instrumente und lässt das später weg. Man weiß es nicht. Das sind so Bilder, die mir im Kopf eingefallen sind. Und ein Bild werde ich auf keinen Fall nie wieder vergessen, wie, in welcher Ekstase unser Werner Mommsen heute geraten ist. Und was viele nicht wissen, Werner ist eigentlich ein eingefleischter Moscher. Ja? Und hat früher das Haar richtig lang getragen. Da sah er noch so aus. Jo. Da sah er noch so aus. Unser Werner. Unser Werner, der hat es ja auch echt nicht leicht gehabt im Leben, ne? Mein lieber Mann, auch heute nicht. Also das wäre die Sanitärmafia, das ist aber auch wirklich blöd. Ja? Hey, yeah, was muss der alles da über sich ergehen lassen? Da ist er dann irgendwie drin, muss er sein Geschäft im Dunkeln erledigen. Ja? Mein lieber Mann. Und dann irgendwie möchte er sich die Hände abtrocknen, dann kommt der ganze Krempel gleich auf einmal raus. Wenn es dann kein Handtuchhalter ist, sondern diese neuen modernen Dyson, das ist irgendwie auch nicht das Wahre. Also das war schon hochinteressant. Deswegen ganz wichtig, diese ganzen vielen Lichtschranken und alles, was da auf der Toilette ist, damit das Licht funktioniert, der Handtuchhalter und was nicht alles, immer bewegen, immer bewegen, immer bewegen. Dann läuft es auch mit dem Geschäft. Ja. Ist natürlich auch immer schön, wenn man ein bisschen Unterstützung hat. Ich meine, der Werner, das haben ja vielleicht die anderen noch gar nicht gemerkt, da ist ja auch so ein kleiner Trick dabei. Der Werner ist ja nicht alleine, da ist ja ein Trick dabei. Ja? Und zusammen geht alles viel einfacher, zusammen geht man, glaube ich, bestimmt immer durch dick und gesund. Ich habe echt einen Schock bekommen, als ich die Geschichte hörte, aber jetzt denke ich mir, nö, aber da müssen wir uns keine Sorgen machen. Da ist ja mal irgendwie einer. Ja. Pflegepersonal ist dabei. Sehr schön. Aber ich mache mir Sorgen, weil wenn der wirklich mal muss, dann wird es für mich schwierig. Das stimmt. Aber wenn du musst, dann wird es für ihn schwierig, oder? Na gut, wir müssen uns gar nicht weiter ausmalen. Auf jeden Fall, wenn wir schon beim Thema sind, ich freue mich, dass du so einen festen Stuhlgang hast. Und wir wollen einfach auch mal dieses Geheimnis mal lüften. Also letztendlich, das wird immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, aber wir können das einfach ruhig mal sagen, die beiden, das ist ja letztendlich, die gibt es ja schon ein Leben lang. Die sind eigentlich zusammen schon auf die Welt gekommen. Hier sieht man mal die Eltern. Hört gar nicht an. Das ist einfach, ne? Untrennbar, ja? Und da hat man es einfach so gelassen, ne? Hat man einfach so gelassen. Das ist ja auch schön, weil ist ja auch gerade heute zum Valentinstag, oder? Es ist ja auch wirklich schade, wenn man alleine ist. Schön, wenn man jemanden hat, oder? Es ist doch schön, wenn man jemanden hat, wenn man zusammen einfach irgendwie ist. Dann können wir mal zusammen in aller Ruhe mal einen trinken gehen. Ne? Aber jetzt nicht nur Party und so, auch der Alltag. Ne? Das ist doch das, wo wir dann merken, an so einem Valentinstag, wenn wir alleine sind. Der Alltag, den alleine bestreiten. Das müsst ihr beiden mit Gott sei Dank nicht. Das finde ich großartig. Ja. Und, tja, das ist schön, aber das ist auch nicht untypisch. Also Liebe entsteht ja auch am Arbeitsplatz, ne? Vor allen Dingen. Und auch sehr erfolgreich, die beiden. Ne? Übrigens, sie sind, das wissen auch viele nicht, der Werner, du bist ja früher ganz anders gestartet. Ne? Ja. Ja, aber war nicht ganz so erfolgreich. Ne? Da kann keiner mehr klagen. Ja, ja.
Kinder konnten nicht schlafen. Mama, was ist das? Das war also, ja, das haben sie dann ganz schnell aufgegeben. Und es ist ein bisschen tragisch, die beiden, weil ich merke so, dass sie sich auch ein bisschen entfernen. Also die sind schon sehr, sehr lange zusammen. Aber wie das hier oft so ist im Leben, ne, dann geht man irgendwie so ein bisschen vorbei, schaut sich mal um und da oben ist Amor. Amor und schießt einen Pfeil ab. Und das kann man auch manchmal im Leben nicht planen, aber so ist es nun mal gekommen. Und deswegen sind wir ja heute auch hier im Wohnsorb. Deswegen ist das ja auch alles überhaupt entstanden. Ne? Dann kam dann dieser junge Mann. Und bei dem hat es gleich einen Blick gemacht. Bei dem hat es also, der hatte gleich schon Träume, das war wirklich unglaublich. Und ja, und der Werner war auch nicht ganz abgeneigt. Und seitdem haben die sich auch richtig lieb. Ist das nicht schön? Ja. Meine Damen und Herren, dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen, außer dass wir heute wieder eine weitere Sprache gelernt haben. Das finde ich auch sehr interessant, vom Platt nochmal auf Englisch. Weil, wie ist es auf Platt? Diesen Satz, den du unbedingt gemalt haben wolltest von mir, dein Musikstück. Climb Me Amours. Ja. Und auf Englisch war das Kiss My Ass. Kiss My Ass. Einfach mal am Montag in der Bäckerei probieren. Ja? Wünsche ich viel Spaß. Bis dahin, Climb Me Amours. Und ich habe Dinge gesehen, ihr habt sie nicht gesehen, meine Damen und Herren. Wir haben die Kinder von Jana Nibaba.